Hey Leute, willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battlegrounds. Weiter geht's. Ich hatte jetzt am Wochenende ein bisschen viel Stress und auch am Ende der letzten Woche, deswegen kamen da keine Videos. Das Paranoid-Sein geht schon los, aber jetzt geht's auf alle Fälle weiter. Und habe jetzt gelesen, der letzte kleinere Patch, der kam irgendwie knapp 2 GB groß, 1,9 wurde mir angezeigt, dass der so ein bisschen zumindest die Oberfläche im Hauptmenü oder beziehungsweise das Hauptmenü so ein bisschen verbessert hat oder optimiert hat. Hui. Ja, schauen wir mal, wie es heute läuft. 100 Leute sind dabei. Los geht's. Ich überlege gerade, welche Taktik. Diese hervorragende Taktik, direkt am Anfang rauszuspringen und dann nach 3 Minuten zu sterben. Oder die absolut andere hervorragende Taktik, später rauszuspringen und es dann gerade so zum sicheren Bereich zu schaffen. Ich springe mal irgendwo in der Mitte raus. Kopfhörer auf alle Fälle vollgeladen. Die hingen jetzt die ganze Nacht über dran. Eigentlich haben die so eine, weiß ich nicht, 20, 24 Stunden oder 22 Stunden reicht der Akku in der Regel aus, wenn ich dann mit die ganze Zeit Musik höre. Sie sind schon wieder irgendwie 2-3 Jahre alt, aber oh, jetzt müssten wir auch mal raus. Irgendwie in letzter Zeit haben die mir immer während der Aufnahme hier jetzt zweimal passiert. So einen Strich durch die Rechnung gemacht und boah, das sieht erstmal gut aus. Ah, da hinten kommen ein paar runter. Da wende ich mich dann doch ein bisschen ab, dann fliegen wir hier hinten hin. Und los. Da kommt. Na gut. Huch, wie doof, hier geht's gar nicht rein ins Haus. Oh, hier ist aber dunkel. Was haben wir denn hier? Ein Rucksack. Jawohl, ein Viermalsucher. Auch nicht schlecht. Eine Polizeiweste. Spitze. Erstmal die anderen Türen. Erstmal eine Waffe, eine Uzi. Ja, das ist ja schon mal okay. Okay, wir sind im sicheren Bereich. Relativ am Rand, aber sollte erstmal nicht weiter stören. Wir haben ja noch genügend Zeit, dass wir hier erstmal so ein bisschen looten können. Oh. Verband. Stufe 1. Noch ein Vierfachsucher. Kriege ich aber auf so eine Uzi nicht drauf. Nee, bloß diese schnellen Nachlademagazin. Kleines Haus, viele Türen. Auch das ein Stufe 1 Rucksack. Boah, ich sehe hier kaum was. Stufe 2 Helm. Oh, das ist klasse. Vertikaler Handgriff, kann ich den hier dran bauen? Nee. Verband nehmen wir nochmal mit. Schrotflinten, Würge, irgendwas. Wieder eine Armbrust. Ich kann damit zwar nicht umgehen, nehme die trotzdem mal mit. Noch ein Vierfachsucher, ey, 3 Vierfachsucher hier drin. Kann ich immerhin hier drauf bauen. Das ist ganz geil. Direkt mal nachladen. Ich glaube, ich habe einen gehört. Nee. Glaube nicht. Oh shit. Jetzt taucht ja auch noch der rote Bereich hier auf. Tja, da warte ich einfach mal hier im Gebäude, bis es wieder vorbei ist. Helmstufe 3. Ich habe noch nie einen Helmstufe 3 gehabt. Ah, super.
Gleich fallen die Bomben. Achso, ich habe jetzt die Uzi eingetauscht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ist man in Häusern wirklich sicher? Na gut, ich würde sagen, so langsam begeben wir uns mal auf den Weg Richtung Mittelpunkt. Oh. Ist es eigentlich besser, die Waffe auf Einzelschuss oder auf automatisch zu lassen? Was haben wir denn hier? Ach so, das ist bloß eine Blendgranate. Da oben war einer drin. Oder ist vielleicht sogar noch. Die Reichweite, in der ich andere Spieler sehen kann, die müsste doch theoretisch unabhängig der Grafikeinstellung auch für jeden gleich sein, oder? Also Action hat man eindeutig oder deutlich mehr, wenn ich direkt am Anfang mit rausspringe. Aber die Chance halt dabei drauf zu gehen. Ja, ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Habe ich am Anfang nie gemacht, direkt am Anfang mit raus. Sondern immer irgendwie, so wie jetzt halt mittendrin auf der Karte. Aber ich habe dann auch manchmal Bock, das dann mitten im... oder direkt beim Anfang mitzumachen. Mal so, mal so. Je nachdem, wie erquickend die Runde gerade war. Oder die vorhergehende. Gibt dann wohl auch genügend, die sich da direkt in der Mitte irgendwo so schnell wie möglich in die Mitte kommen. Und sich dort einfach verschanzen, bis die Zeit rum ist. Oder bis der Bereich halt so klein ist, dass dann irgendwie bloß noch 30 Leute da sind. Und dann halt einfach warten, bis die alle angelaufen kommen und dann einem nach dem anderen absäbeln. Ich sehe aber auch hier echt keinen, ne? Hier ist nirgendwo einer. Da hinten links ist, glaube ich, ein Auto. Bei der Hütte. Das können wir uns ja mal schnappen. Dann gehe ich mal in die Richtung. Wenn ich mich nicht versehen habe.
mein Gott, der wird ganz schön Rückenschmerzen haben, wenn ich hier mit dem fertig bin. Oder noch ganz, oh, da hinten kommt Blut runter. Oder ganz andere Probleme, wenn er ein paar Kugeln gefressen hat. 65 noch am Leben. Gucken, hat sich der Bereich jetzt schon einmal verkleinert? Weiß ich gerade gar nicht. Finde ich aber auch gut, dass die Matches nicht ewig gehen können, sondern halt irgendwann wirklich vorbei sind, beziehungsweise der Bereich halt so klein ist, dass man sich dann unweigerlich gegenseitig auf den Sack geht irgendwann zum Schluss. Letztens auch das Video gesehen, in dem sich da die beiden letzten Überlebenden geeinigt haben, das per Faustkampf zu regeln. Das fand ich ganz geil. Gibt ja auch den Ingame-Chat, den man irgendwie anstellen kann, aber ich habe den komplett ausgeschaltet. Da drüben ist einer. Wenn der sich richtig umgeguckt hätte, hätte der mich voll umfahren können. Würde ich auch gerne mal wieder machen. Einfach mal ein umfahren. Ach komm, wir machen mal halt. Wirklich nicht viel los bis hierhin. Mann, wenigstens mal einen Warnschuss abgeben. So, was haben wir da? Eine Kampfhose. Dann gehe ich auch weiter in die Mitte. Oder mal dort hinten hin. Lasst uns mal dahin gehen. Ich freue mich auch auf die Wüstenmap. Mal schauen, wann die irgendwie released wird. Habe ich zwar jetzt immer mal was gelesen von, aber kein Release-Datum, wann die sich das vorstellen. Ich hoffe bald und nicht erst, wenn die dann wirklich viertes Quartal 2017, soll dann ja das Spiel zumindest komplett fertig sein als Release-Version 1.0 und die sich jetzt nicht ewig im Early Access rumplagen wollen. Ich meine, so ist das Spiel nicht schlecht. Meiner Meinung nach funktioniert ja auch das meiste ganz gut, zumindest mit meinen begrenzten Amateur-Sichtweisen. Gut, das Klettern, was jetzt im Juli ja dann doch noch dazukommen soll und vielleicht noch so ein paar andere kleine Dinge. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es ja in den seit Release regelmäßig jede Woche und jeden Monat einmal dann mit größeren Patches versehen worden und schon hat schon ein paar Sprünge nach vorn gemacht. Mehrere Karten wären natürlich geil, wobei ich mir vorstellen kann, die Karten, die sind ja jetzt hier nicht prozedural generiert, vielleicht eventuell die Landschaft an sich. Hier ist nicht nur der Flieger, ist auch irgendwo ein Auto da hinten. Sondern halt auch die Bäume und so weiter, die müssen ja per Hand gepflanzt werden. Das dauert schon eine Weile, bis man so eine Map erstellt hat. Ich habe das damals bei Skyrim per dieses Extension-Dingens oder wie es heißt gemacht, auch eine Mod erstellt. Da hatte ich eine Woche Urlaub im Winter, da war scheiß Wetter, hatte ich auch nichts vor. Und da habe ich innerhalb der Woche in, glaube ich, 2 oder 43 Stunden eine ganze Mod entwickelt. Und am längsten hat halt einfach das Map-Basteln gedauert, ne? Und das war im Vergleich zu dem hier natürlich deutlich kleiner. So. Dann schauen wir doch mal, wen wir hier so finden können. La la la. Rucksack Stufe 2. Oh, da sind jetzt ein paar außerhalb des Spielbereiches. Okay, sind die gestorben. Hat sich schon wieder verkleinert. Okay. Das ist natürlich echt ärgerlich, ne? Klopf, klopf. Puh. 39 ist doch schon. Oh. Habe ich mir aber wieder ein größeres Gebäude rausgesucht, ne?
Das ist doch super. 5 Schuss für die Gebäude. Warte mal. Ich hatte doch irgendwas für die Schrotflinte. Jetzt habe ich wieder die Uzi eingetauscht. Wollte ich gar nicht. Ist auch egal. Nehme ich lieber die Schrot mit. Erste-Hilfe-Koffer. Ja, nice. Wir können uns übrigens wieder im Hauptmenü so einen neuen Rivat holen. Also so eine... Behoich? Welch Lausbub kreuzt meine Wege? Da unten ist irgendwo einer. So, irgendwo da unten. Vielleicht kommt er ja hier hoch. Ah, shit, jetzt ist hier auch noch der rote Bereich. Der kommt auf alle Fälle hier hoch. Ist hier mit im Gebäude. Ne, der ist wieder raus. Geht jetzt wieder hier unten lang. Da war er. Da war er. Fuck! Boah. Bei dem hat aber nicht mehr viel gefehlt. 2, 3 Schüsse habe ich auf alle Fälle draufgegeben. Er hatte eine Schrot. Ich hätte auch mit der Schrot schießen sollen, aber ich dachte mir, okay, er wird mich trotzdem gesehen haben. Ich war nicht so gut um die Ecke, aber ich wollte nicht zu weit. Mist. Wie doof. Jetzt holen wir uns aber erstmal die neue Kiste ab, die ich mir leisten kann. Wahrscheinlich gibt es für die einfachen Kisten für die 700 Punkte. Vielleicht sollte ich einfach mal mehr Punkte ansparen, um mir direkt diese zweite Kiste mal irgendwann leisten zu können. Da gibt es wahrscheinlich nochmal bessere Sachen. Neues Höschen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt am Anfang wieder raus. Direkt ein bisschen Action. Mann. Ach, hinterher könnte man sich jedes Mal in den Arsch beißen. Es gibt ja immer mehrere Methoden. Entweder ich hätte mich noch ein bisschen versteckt, hätte gewartet, bis der vielleicht um die Ecke kommt. Oder ich wäre direkt hinterher und hätte mir der Schrot ein paar gegeben. Oder so wie ich es jetzt gemacht habe. So wie ich es jetzt gemacht habe, war es natürlich wieder verkehrt. Mann, das ärgert mich dann hinterher. Naja, was soll's, 83 Punkte oder wie viel das jetzt waren, war okay. Nein. Ich schaff das nicht da hoch, ne? Weg da. Weg, 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 weg. Weg. Hui. So, 10 Sekunden noch. Nächstes Match startet gleich. Komm noch wenigstens bis auch. 2, 1. Oh, da wollte ich gerade springen. So, wo geht's denn rein? Da ist das Kraftwerk. Hm. Wollen wir hier bei Milta rausspringen direkt? Mal gucken, so wie es geht. Springe ich los? Auf keinen Fall in die Militärbasis rein, habe ich keinen Bock drauf. So. Ha! Wie sie alle runtergeiern, ne? Scheiße, ach komm, wir gehen hier auch runter. Die müssen doch auf F rumhämmern wie die Bekloppten, wenn die da direkt am Anfang rauskommen, oder? Schauen. Ja, dann weiß ich nicht. Gehe ich einfach mal da hinten hin. In der Hoffnung, hier ein gutes Gebäude zu erwischen. Am besten nicht eins in der Mitte, sondern eher so ein bisschen da hinten. Ja, dafür reicht der Fallschirm nicht mehr. Auf keinen Fall. Nein, nicht außerhalb der Mauer. Ah, du Idiot. Die Mauer, mein größter Feind. Mann, fügt endlich diese Kack-Kletteranimation ein. Das kann doch nicht wahr sein. Auf alle Fälle könnten wir abhauen, wa? Was war denn da? Ein Rucksack? Eine UMP? Ich glaube, die ist ganz gut, ne? Ein Mantel, noch ein Colt.
als geknickter Mann verlasse ich euch für heute. Nächste Folge kommt hoffentlich dann morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.